Moin Moin, Servus, herzlich willkommen, grüezi miteinander auf unserem Channel Phuket 24 Hours. Willkommen zurück und ja, heute Montag und ich nehme euch wieder ein bisschen mit auf die Reise, was hier so ansteht unter der Woche. Und jetzt heute gleich mal rein zu Desco Lotus. Ich muss einen Schlüssel nachmachen, der kaputt gegangen ist. Und Brötchen kaufen, die ich mir dann einfriere. Mal schauen, ob die die hier auch haben. Aber im Vorfeld des Videos, gestern war ja Muttertag. Und die Eis, ihr habt es mitbekommen, hängt so ein bisschen durch. Habe ich gestern so einen Eistag draus gemacht letztendlich. Ein bisschen Zeit mit ihr verbracht, ein bisschen am Strand gewesen, ein bisschen trainiert. Und dann noch mit zwei Freunden getroffen, mit Harry und Heike. Und ihr so ein bisschen ja, Zeit gewidmet, das jetzt gleich hier im Anschluss bzw. am Anfang des Videos und danach geht es weiter mit, ja, was ich heute wieder so erlebe. Und natürlich geht es auch nach Phang Nga und schauen wir mal, wie es da weitergeht mit dem Umbau. Und in die Schule will ich noch vorbeischauen, in der Schule will ich noch vorbeischauen. Da geht es auch weiter, muss gestrichen werden. Also Arbeit ohne Ende hier auf Phuket beziehungsweise in Phang Nga. Ihr seht, der Himmel sehr, sehr bewölkt. Also Raining Season, immer wieder komme ich aufs selbe Thema, ist angekommen. Es regnet nicht viel, aber es ist um einiges kühler geworden. Also sehr, sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt ja, gehen wir mal rein zum Desco Lotus und schauen, ob die mir den Schlüssel nachmachen können. Beziehungsweise, wie gesagt, erstmal die Eis und ihr Sonntag mit mir und mit meinen Freunden. Und danach geht es weiter hier mit dem Montagsreport. Welcome back on Phuket 24 Hour and good morning everyone. Today is my day off and I would like to show you how is my day and we will spend time together with Pico. I hope you guys enjoy with us and let's go. This is Dinong, it's our dog, and we walk every morning with her on the beach and she goes so crazy when she sees the clap. So now we are here at home, we just come back with Dinong. Was so really nice and then we go to the gym and make a little bit sport. Here we go. Very good. I'm so hungry. So we finished training and now we're here in Leslau. I'm so really hungry.
But training was very good. Train 1.5 hours was super. And so very hungry now. My food coming. Chicken. Oh my god. And papaya salad for people. Okay. So, das Gym ist beendet. Alles hat gut trainiert. Heute habe ich mir mal einen Tag Auszeit genommen, um mit ihr mal ein bisschen was zu unternehmen. Und ja, wie gesagt, erst morgens am Strand gewesen. Jetzt waren wir im Gym und jetzt wollte sie Chicken essen. Also sind wir in unserer Imbissbude in Patong gelandet, wo wir immer hingehen, wenn wir Chicken wollen. Mit Papayasalat gibt es hier sehr, sehr lecker. Und das lassen wir uns jetzt schmecken und danach geht es weiter. Schauen wir mal, was wir heute Schönes mit der ISO erleben können. So now we are here in Galon and we want to visit our family. We don't see really long time. We miss them a lot and we want to have some talk and drink some coffee together. Hello. Ja, hallo. Hallo. Fine. And you? Sawadika. Sawadi mai. Good. Long time not see. Nice. Yeah. You cannot go out of Kamala, huh? No. He blocked me. Yeah, he blocked him. Yeah, yeah, yeah. Okay. Come on, sit down. Also, Hadi und Heike waren nicht zu Hause, aber haben wir jetzt angetroffen im Café Margarete in Rawai. Ein super schönes Café, was ich auch durch Heike und Harry kennengelernt habe. War ja eine Zeit lang mit Harry unterwegs. Und da hat er mir das Café mal gezeigt und da wussten wir, die werden da bestimmt wieder abhängen am Sonntag. Und ja, sind wir jetzt hier angekommen und haben letztendlich beide angetroffen und essen schön Eis, quatschen so ein bisschen. Und Eis ist total happy, dass sie Heike und Harry wieder mal sehen kann. Und schauen wir mal, was heute hier noch so passiert. Caron Beach, ein wunderschöner Strand hier auf Phuket und erinnert mich immer so ein bisschen an Miami. Richtig schöner Sand und kilometerlang. Harry, wie lang ist denn der Strand hier in Caron? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also wir laufen von hier, von dem Punkt aus hier, einmal nach oben und einmal zurück und da haben wir 5,14 Kilometer. Hin und zurück? Ja, hin und zurück. Ja. Also fehlt das Stück dahinter noch, also ja, keine Ahnung. Du hast auch schon viele Strände gesehen auf Phuket. Zählt der hier in Caron zu einer der schönsten? Also du hast ja irgendwann mal in irgendeinem Video gesagt, dass dir der Patong-Strand am schönsten gefällt. Aber das kann ich also nicht bejahen. Also hier neben der Caron-Strand ist schon nach Bang Tao mit der schönste Strand hier. Also sag ich. Deswegen kommentierst du so wenig, weil du auch nicht richtig zuhörst. Ich habe gesagt, der Strand in Patong ist eigentlich dafür, dass hier extrem überlaufen ist. Ein sehr schöner Strand. Ja. Und das finde ich ist ja tatsächlich. Ich höre nicht immer alles, was du sagst. Da schau hier, was da unten rumrennt. Was rennt da rum? What is this? I don't know. Schauen wir mal, was das ist. Seltene Tiere gibt es hier auf jeden Fall. Das wollen wir doch mal genau gucken, was das da ist. Sehr witzig. Schaut mal, wie süß der ist. Ja. Keine Ahnung, was ist denn das? Wisst es ihr? Schreibt mal meine Kommentare. Habe ich hier noch nie gesehen, habe ich glaube ich überhaupt noch nie gesehen. Aber ist auf jeden Fall gut beschäftigt mit dem Sand, wie unsere Nong auch. Ich weiß nicht, ob sie nach Krebs Ausschau hält, also nach Krebsen. Auf jeden Fall echt witzig. Ja. Jetzt habe ich auch die Besitzerin gefunden. Hi, how are you? I see first time. What kind of animal is this? It's suricat. Sorry? Meerkat, suricat. Ah, okay. Yes. Do you know movie King Leon? Yeah, yeah. Timon and Pumbaa. Yeah, yeah. I see. Timon. I see before, but I see never in real. Yeah. Yes. Okay. And you have it at home? Yes. And not make everything broken? No. Really? Very nice. Okay. It's the best. I have two cats at home and always is everything, the sofa, everything made broken. Because
Chinese very strong, but Chinese very soft. Okay. She not broke nothing, no from mouse, not from nails. And go in the toilet at home or what do? Yeah, she making shower, you know, shower. Yeah, yeah. Really? That's nice. And not smell pee-pee and cats. Okay. Yeah. How long you have? 1 year. Okay, and where you find it? You buy in a shop or what do you do? Thailand. Sorry? Yes, in Thailand. But you buy in any shop? Secret place. Ah, okay, okay, nice. Okay, thank you so much. It's very beautiful. Okay. Also einen Schlüsseldienst habe ich hier keinen gefunden, das ist natürlich schon wieder ärgerlich. Ich habe nur noch einen Schlüssel, zwei sind schon kaputt und jeder Schlüsseldienst, wo ich gehe, keiner kann den Schlüssel nachmachen. Natürlich ärgerlich, weil wenn der jetzt auch noch kaputt geht, dann ist es schwierig nach Hause reinzukommen. Aber egal, jetzt bin ich schon mal hier und jetzt werde ich ein bisschen was essen. Ich habe Hunger, ist gleich 12 Uhr mittags, also gibt es mal ein bisschen lecker zu essen. Hier seht ihr riesengroße Auswahl und umso größer die Auswahl ist, umso weniger habe ich eine Idee, was ich essen soll. Also esse ich wie immer Pappgrabau. Also Empfehlung von mir, im Einkaufszentrum kannst du immer gut essen und günstig. Hier Pappgrabau mit Spiegelei, also gehacktes Hühnchen, Spiegelei, Reis und eine Suppe für 70 Baht. Da kannst du echt nichts falsch machen. Ja, was in Thailand immer läuft, ist die Fresserei. Überall, wo du hingehst, wird gekocht und wird gegessen. Also, egal. Welche Uhrzeit? Die Thais haben immer Hunger. Okay, ich habe jetzt auch was gegessen, aber Mittagszeit darf man mal was essen. Aber ist schon Wahnsinn, wenn man sieht, wie die Leute hier sich den Wanst voll haben, hätte ich fast gesagt. Ansonsten schönes Einkaufszentrum und ja, das sind die in Thailand ja auch bekannt für. Also hier gibt es wirklich alles, was du brauchst. So ein bisschen abgekupfert aus den USA, da kannte ich das schon seit vielen, vielen Jahren. Und hier hat das jetzt auch Einzug gehalten, sehr, sehr viele ja, Fressbuden, wie gesagt. Und aber auch sehr viele Mobilshops, unterschiedliche Kompanien, also hier IT City zum Beispiel. Hier kannst du Handys kaufen, Zubehör für Handys kaufen, Silber, Gold, Koffer, einen großen Supermarkt, eine Kinderabteilung, wo die Kids dann spielen können im Skybyland und Uhren und Schmuck und ach, was das Herz begehrt, keine Ahnung. Ich bin ja kein großer Konsument, ich bin eigentlich gar kein Konsument, ich kaufe nur das, was ich wirklich brauche. Aber jetzt zum Beispiel mit Eis hier unterwegs bin, dann wird es immer ein bisschen was Längeres. Aber ihr seht ja selbst, hier kannst du wirklich alles kaufen. Und ja, wer es braucht, genug Kohle hat, rein hier. Descolotus, großes Einkaufszentrum, gibt es wie gesagt alles. Hier die Goldabteilung, kannst du schön Gold kaufen. Ich bin ja eher auf Silber, aber eigentlich Schmuck überhaupt nicht mein Ding. Kennt ihr meine Kette? Paar Perlen dran und das war's und die sind noch nicht mal echt. Ja, hier die Telefongesellschaften, hier hinten Samsung und ja, wie gesagt, eigentlich alles da, was man braucht. Auch hier die Handygeschäfte, da wäre ich an eurer Stelle vorsichtig, wenn mal das Handy kaputt ist, hierher gehen und ein neues Display drauf machen lassen oder so eine Schutzhülle, dass wenn es runterfällt, das nicht kaputt geht, ist in der Regel rausgeschmissenes Geld, weil wenn du es reparieren lässt, funktioniert dann meistens das Touchscreen nicht mehr wieder vor. Also da würde ich dann wirklich empfehlen, geht, wenn ihr ein iPhone habt, zum Apple Store oder wenn ihr ein Samsung habt, eben zum Samsung Händler, als jetzt hier da auf günstig das Handy zu reparieren und im Endeffekt hast du dann auch noch mehr Sorgen wieder vor. So, und wenn wir schon auf dem Weg sind, hier ist die Metro, nennt sich hier Makro. Und hier kannst du auch schön lecker Sachen kaufen, deutsche Sachen kaufen, Savarika. Und da hole ich immer meinen Joghurt und meine gefrorenen Erdbeeren.
und Käse und so ab und zu mal ein bisschen Wurstsachen. Also hier gibt es, ja, Metro kennt ihr ja aus Deutschland oder so, vielleicht so vergleichbar mit großen Supermärkten wie Marktkauf oder Kaufmarkt oder weiß auch nicht, wie die jetzt alle in Deutschland heißen. Aber wie gesagt, wenn du so ein bisschen Sachen haben willst, die du vielleicht im thailändischen Supermarkt nicht bekommst, dann ist die Makro immer erste Wahl. Hier mal vielleicht so einen kleinen Preisvergleich. Das ist eine Fleischwurst, eine Schweinefleischwurst, kennt ihr, kaufe ich einmal beim Marktkauf in Deutschland, okay, bevor jetzt die Krise so war, also die Preise waren ja da auch noch ein bisschen anders wie heute. Allerdings bei gut und günstig für so eine Wurst habe ich immer so ungefähr 79 Cent bezahlt und hier zahlst du für diese Wurst 171 Baht. 100 Baht, circa 2,90, sagen wir mal, 2,80. Also legst für die Wurst gut und gern 5 Euro hin und zwei Scheiben Brot, dann ist die weg. Also ist schon teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du sowas haben willst, dann musst du es eben bezahlen. Ja, Großeinkauf bei mir schaut so aus. Einmal Spaghetti, zweimal gefrorene Erdbeeren und dreimal Joghurt. Das reicht, aber gehe auch meistens essen. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag hier am Kochen bin. Die Erdbeeren kommen tiefgefroren in den Mixer rein, da kommt ein Quark mit rein. Oder dieser Joghurt und ein bisschen Eiweißpulver. Und das ist mein tägliches, was ich mir so reinhaue. Ansonsten gehen wir ja eigentlich essen am Tag. Da brauchst du nicht viel hinstellen und kochen anfangen. Also demzufolge ist bei mir der Einkauf immer relativ überschaubar. So, fertig. 435 Baht für zweimal tiefgefrorene Erdbeeren, einmal Spaghetti, dreimal Joghurt. Sind auch 14 Euro, auch nicht wirklich billig, aber so ist es halt. Ne? Muss bezahlt werden, muss ja weitergehen. Ich bin mit Motorrad unterwegs und jetzt scheint hier so ein bisschen die Welt unterzugehen. Naja, dann warten wir mal ein bisschen ab. Angekommen in Lemhing und hier bei meinem Freund bei Head. Der hat momentan große Erntezeit. Es nennt sich Store und das sind, ich weiß gar nicht genau, wie ich es erklären soll, weil ich bin nicht so ein Gemüseesser, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gängiges Gemüse. Wer von euch weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr teuer und wird jetzt hier überall abgeerntet. Da ist er jeden Tag am Start. Und so ein Strang hier kostet mal locker 1000 Baht, also knapp 30 Euro und wächst hier zumindest zu, ich glaube, von Mai, Juni, Juli, August, so die Zeit, wo das geerntet wird und da wird richtig viel abgeerntet. Also da machen die auch richtig Geld damit, aber es ist auch sehr viel Arbeit, muss aus den Bäumen rausgeschnitten werden. Also ihr seht, die Landwirtschaft funktioniert nach wie vor hier in Phang Nga, allerdings so nach und nach wird halt alles abgerodet, weil immer mehr Bauland entsteht und mal schauen, wie lange dann eben dieses leckere Gemüse, die Eis isst es zum Beispiel sehr, sehr gerne, wie lange es das dann hier noch so gibt. So, jetzt schauen wir mal, ob ich so einen Baum finde und den euch mal zeigen kann. So, ihr seht, wo das abgeerntet wird und es sind auch ganz schön hohe Bäume. Mal aufpassen, dass jetzt hier nicht irgendwie eine Schlange mir über den Weg läuft, weil hier ist schon ein bisschen Schlangengebiet und bin jetzt nicht der ängstlichste Mensch, aber mit Schlangen habe ich auch jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Drum natürlich auch mal ein bisschen gucken. Aber ist halt so in Thailand. Schlangen waren vor uns da, zumindest vor den Pharangs, vor den Ausländern. Also haben wir Respekt und schauen halt ein bisschen, wo wir hintreten. Genau. So, hier seht ihr jetzt so einen Baum. Und aber hier seht ihr vielleicht an den Enden, was da so runterhängt. Das ist eben dieser Store, nennt sich das. Und das wird, wie gesagt, in Thailand sehr, sehr viel abgeerntet und sehr teuer verkauft. Das ist ein sehr, sehr gängiges
Gemüse, hätte ich jetzt mal gesagt. Vielleicht vergleichbar, ist jetzt nicht von der Art, aber vom Preislichen her, vom Spargel gibt es halt auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Und genau, deswegen macht da der Hätte im Moment sehr, sehr viel Landwirtschaft, um eben das hier alles abzuernten. Ja, ich befinde mich übrigens auch gerade auf dem Land, wo ich jetzt für die Firma kaufe und hier ja so Bungalow-Anlagen, vier Bungalows bauen werde. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt oder zumindest wollte ich es erzählen. Keine Ahnung, ob ihr das schon wisst. Aber nach dem Projekt jetzt mit der Hütte, wo wir jetzt nochmal das Schlafzimmer und diesen Abstellraum noch dazu bauen, geht es dann hier weiter. Hier sollen vier Bungalows entstehen, die so im Kreis aufgestellt sind, sage ich mal, und in der Mitte begehbares Pool, was man direkt von der Terrasse aus ins Pool dann rein kann. Das ist dann eben das nächste Projekt und hier ist das Land. Ich zeige euch das mal kurz, wo das entstehen soll. Genau, laufe ich jetzt gerade drauf zu, beziehungsweise befinde mich schon mittendrin. Ihr seht, das Ganze ist auch schon so ein bisschen abgesteckt mit diesen blauen Stangen. Das Land geht praktisch vor bis zur Straße und dann eben hier vor bis zu dem Zaun, den ihr hier seht. Und dieses komplette Land, wie gesagt, wird nächste Woche, denke ich, machen wir den Vertrag fertig, beziehungsweise, ich glaube, die Woche sogar, mal schauen. Und dann wird hier auch angefangen zum Ackern und zum Umgraben. Und dann bauen wir so nach und nach hier diese vier Bungalows rein. Ein Bungalow wird dann für uns sein. Und die anderen Bungalows, schauen wir mal. So, liebe Freunde, wie angesprochen, es geht weiter hier mit dem Hausumbau. Wir bauen ja noch ein bisschen an und setzen jetzt noch ein Schlafzimmer dazu, was die Leute ja alle so gefordert haben. Und hier kommen schon mal die Träger, also diesmal kein Stahl, sondern diesmal Zement gegossen. Und ja, hier schön für das Einlassen in den Boden Steine und Sand, wie immer. Also, ja. Es geht, wie gesagt, weiter. Ja, wenn das jetzt Eis sehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich wieder richtig Trappel. Aber ja, mal gucken. Ich sage ja nicht, dass ich ein neues Video drehe und dass hier ja schon wieder Material kommt. Aber ich glaube, sie weiß es eh. Und ja, andererseits wünscht sie sich ja auch ein Schlafzimmer und sagt ja auch, wie kann sie ein Haus ohne Schlafzimmer bauen? Also wenn ich jetzt ein Schlafzimmer hinterherziehe, mache ich es ja gar nicht so verkehrt. Übrigens, ihr seht über mir, der Himmel zieht sich zu. Es schaut nach Regen aus. Ich habe zwar gesagt, ich rede nicht mehr über das Wetter, aber ja, es ist ganz schön dunkel geworden. Und ja, es ist Samstag um nach deutscher Zeit kurz vor 13 Uhr. Das heißt, der erste FC Nürnberg spielt gleich. Und hoffentlich sind diese Wolken nicht bezogen auf das Ergebnis heute, denn der Club braucht einen Sieg und möchte in der Liga bleiben. Und ja, weiß nicht, ob ich jetzt hier lieber Sand schaufel und Steine schaufel oder mir den Club anschaue. Vielleicht mache ich beides gleichzeitig. Schauen wir mal. Ja, und hier seht ihr, es geht schon los. Wir fangen jetzt hier an, mal die Linien zu ziehen, wo wir dann die Säulen reinmachen in den Grund und rein betonieren. Und ja, wie gesagt, sind am Start. Kann losgehen. Projekt Schlafzimmer, Abstellraum kann beginnen.